Schnittkäse gehört zu den beliebtesten Lebensmitteln in Deutschland. Doch wie entsteht eigentlich dieses Produkt, das so viele von uns lieben? Für 1 Kilogramm Schnittkäse benötigt man in etwa 10 Kilogramm Milch. Die Rohmilch dafür kommt von Kühen aus der Region. Bevor die Rohmilch in die Verarbeitung geht, wird sie gereinigt, pasteurisiert und auf ein bestimmtes Fett-Eiweiß-Verhältnis eingestellt. Anschließend wird die Milch in den sogenannten Käsefertiger geleitet. Jetzt kommt das Lab ins Spiel und leitet den Prozess des Dicklegens ein. Durch das Lab wird das Milcheiweiß aus der Milch gefällt. Die Milch beginnt zu gerinnen. Dieser Prozess dauert in etwa eine halbe Stunde. Es entsteht ein fester Bestandteil, der sogenannte Käsebruch, der von der Molke getrennt wird. Der Bruch wird in Formen gefüllt, um dem Käse seine charakteristische Form zu geben. Diese Stempelpressen pressen die Masse unter hohem Druck immer fester zusammen, bis ein Leib entsteht. Dieser wird nun mit Hilfe einer Maschine und der Schwerkraft aus der Form geholt. Anschließend darf der gepresste Käseblock in einem Salzbad ruhen, was für die weitere Reifung und den Geschmack entscheidend ist. Der Salzgehalt und die Temperatur des Wassers werden dabei genau kontrolliert. 36 bis 48 Stunden lang werden die Käseblöcke nun hier verweilen. Im nächsten Schritt wird der Käse in spezielle, atmungsaktive Folie verpackt, die seinen Reifungsprozess unterstützt. Geschützt in seiner Folie reift der Schnittkäse in speziell temperierten Lagern für etwa 5 Wochen, wo er sein einzigartiges Aroma entwickelt. Nur wenige Verarbeitungsschritte sind notwendig, um aus Rohmilch ein hochwertiges Lebensmittel zu machen. In unserem Käse sind ausschließlich natürliche Zutaten verarbeitet, sodass dieser Käse ein echtes Naturprodukt ist und bleibt.